Was braucht es, damit nachhaltige Investments Mainstream werden? Es gibt sicherlich verschiedene Methoden, verschiedene Herangehensweisen, wie man Mainstreaming erreichen kann. Ein wichtiger Weg dazu wäre, wenn man in die breite Öffentlichkeit das Thema ausbreitet, wenn staatliche Institutionen, wenn die Regierung darüber berichtet, welchen Einfluss nachhaltige Investitionen auf unsere Welt haben, welche Entscheidungen in unsere einzelnen Investments haben, ist schon viel erreicht. Es ist auch viel erreicht oder es ist notwendig, dass Finanzinstitute, die Anlageberater, direkt beim Kauf eines Produkts informieren, welche nachhaltige Produkte existieren. Ich denke, es gibt viele Investoren in unterschiedlichen Altersklassen, die Themen verfolgen. Sie sehen die Umweltkatastrophen, sie sehen so die sozialen Probleme, nur sie wissen nicht, dass sie mit ihr Geld auch was bewirken können. Daher, wenn der Anlageberater schon beim Erstgespräch darüber informiert, welche Produkte es gibt, welche nachhaltige Produkte es gibt, dann fällt die Entscheidung sicher viel leichter, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden. Wie können wir garantieren, dass diese Finanzentscheide wirklich den globalen Umweltzielen wie dem Pariser Klimaübereinkommen oder auch den SDGs dienen? Mein Eindruck ist, dass viele Dinge sich momentan in der richtigen Richtung bewegen. Allerdings ist der Fokus sehr stark auf grüne Investments. Was ist ein grüner Investment? Ist es grün genug? Ist es dunkelgrün? Ist es normalgrün? Es wird vergessen, dass wir andere Sektoren haben, die auch grün oder sozial werden sollen. Insofern wäre es gut, wenn man weg von der grünen Nische kommt und sagt, was braucht die Wirtschaft, was braucht die Finanzwirtschaft, damit wir alle Sektoren abdecken hin zu einer Transition, zu einer klimaverträglichen Welt. Das wäre notwendig. Und was ist die Rolle der NGOs in diesem Transformationsprozess? Klassischerweise informieren NGOs über die Probleme. Die bringen verschiedene Stakeholder zusammen, gehen auf Regierungen zu, sprechen die Probleme an, versuchen Gesetzgebungsverfahren zu beeinflussen, natürlich mit Argumenten. Gleichzeitig versuchen die NGOs auch methodisch zu arbeiten, gemeinsam mit Forschungsinstituten, mit den Umweltministerien. Und diese Forschungsergebnisse fließen dann in die Arbeit mit der Realwirtschaft, mit den Finanzinstituten. Das wäre jetzt im Großen und Ganzen die Rolle einer NGO. Herzlichen Dank.